Peking, der Platz vor dem Bahnhof. Wir sind eine Reisegruppe aus der Schweiz. Einige von uns waren schon früher mal in China und stellen nun den rasanten wirtschaftlichen Wandel fest, den dieses Land in den letzten Jahren gemacht hat. Jetzt steht uns die Zugreise nach Nordkorea bevor. Ich bin neugierig darauf, diesen umstrittenen Staat von innen kennenzulernen und möchte wissen, was die anderen Teilnehmer zu dieser Reise motiviert. Ich habe mir eigentlich nicht viel überlegt. Ich suche immer etwas Originelles, Einzigartiges. Und als ich diese Gelegenheit bot, dachte ich, das ist es. Für mich ist es das letzte rein kommunistische Land. Für mich ist es einfach das letzte rein kommunistische Land, wo noch existiert. Ich bin ja auch nicht politisch hingefahren, sondern ich wollte ja nur meine Kenntnis der Erde erweitern. Wie sieht es landschaftlich hier aus? Also ich bin nicht hierher gekommen, um jetzt zu schauen, was die für einen Führer haben, oder weil ich auch sehr wenig wusste über die Politik und was hier. Ich wusste nur, dass man sagt, es sei ein Schurkenstaat und dass man ihn eventuell angreifen möchte. Vor uns liegt eine Fahrt von 24 Stunden in einem russischen Schlafwagen. In China stört sich niemand an unserer Videokamera, aber ich bin unsicher, ob man uns auch in Nordkorea Aufnahmen machen lässt. Als offizielles Filmteam dürften wir nicht mit einer Touristengruppe einreisen. Und ich bin gespannt, was uns der nächste Tag bringen wird. Wir erreichen die chinesische Grenzstadt Daedong und überqueren den Fluss Yalu. Nun gibt es kein Zurück mehr. Ja, ich glaube, das ist ganz Verrückteste gewesen. Das war das Verrückteste. Diese Fahrt über die Brücke mit Blick auf eine ganz moderne Skyline in China mit modernsten Bauten. Und auf der anderen Seite landet man in einer Welt, wo die Lebensbedingungen weit unter dem liegen, was man heute erwartet. Weit darunter liegt, was man heute allgemein von einem Land würde erwarten. Es sind Bilder wie aus einer anderen Zeit. Ich fühle mich zurückversetzt an den Anfang des letzten Jahrhunderts, wo auch bei uns die Menschen noch vorwiegend zu Fuß unterwegs waren. Zwischenhalt an einem Bahnhof. Dutzende von Koreanern wollen den Zug besteigen. Niemand darf in diesem Land ohne Bewilligung in die Hauptstadt reisen. Am Zoll wurden auch wir kontrolliert. Die Videokamera blieb zum Glück unentdeckt. Entlang der Felder fallen uns immer wieder koreanische Schrifttafeln auf. Wie uns der Reiseführer sagt, seien es Aufrufe der Kommunistischen Partei an die Bevölkerung, zusammenzustehen zum Wohl des Landes und seines Führers. In den 90er Jahren hatte Nordkorea eine schwere Hungersnot erlitten, bei der angeblich 1 bis 2 Millionen Menschen starben. Nun wird jeder Flecken genutzt. Noch in den 70er Jahren war Nordkorea ein prosperierendes Land, unterstützt durch die kommunistischen Bruderländer mit größeren Wachstumszahlen als Südkorea und Japan. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks fehlt es an Geld für Investitionen, zum Beispiel für neue Eisenbahnwaggons. Und es fehlt an Devisen. Darum lässt man auch ausländische Touristen wie mich überhaupt einreisen. Aber das Misstrauen uns gegenüber ist spürbar. Über allem wacht das Bild des 1994 verstorbenen Führers Kim Il-sung. Wir müssen uns in Acht nehmen. Dieser Uniformierte beschwerte sich über die Kamera. Wir verzichten auf weitere Aufnahmen von ihm. Ankommen in der Hauptstadt Pjöngjang. Ich staune wie meine Mitreisenden. Unbeleuchtete Straßen, nur wenig Licht in den Wohnungen. Während das Volk im Dunkeln lebt, lässt der Staat seine Monumente hell beleuchten. Und er bittet ins riesige Stadion zum Arirang-Festival. Nordkorea feiert das Ende der japanischen Fremdherrschaft. Vor 60 Jahren übernahm die kommunistische Partei die Macht. Tagsüber finden Massenveranstaltungen statt. Während der Stadtbesichtigung werden wir zeugen, wie sich die Jugendlichen darauf vorbereiten. Unversehens sind wir mittendrin und beobachten fasziniert. Ein Freilichttheater, wie wenn es von geheimer Hand für uns inszeniert würde. Einige von uns fotografieren die Jugendlichen und zeigen ihnen die Fotos auf dem Display. Zweifellos sind sie etwas überrascht ob unserer Anwesenheit. Unsere Anwesenheit führte bei den Jugendlichen zu einer gewissen Unkonzentriertheit. Die Leiter mahnen wieder zur Disziplin. Sie sind im Inneren doch noch ein bisschen. Innerlich sind sie doch ein wenig individuell geblieben. Jeder kann sich selber darstellen, wenn er will und eine solche Rolle spielen darf. Es war schön, als wir nachher applaudierten, dass sie das aufgenommen haben. Sie sind also nicht so stur, dass sie menschliche Regungen unterdrücken, sondern sie sind, ganz im Gegenteil, sehr darauf ansprechbar, wenn man mit ihnen ein Gespräch führen würde, wenn man auf sie eingehen würde, auf ihre Eigenarten und Wünsche. Aber leider verbietet das die Spielregel, die wir erhalten haben. Es wird auch niemand von ihnen Englisch können. Kein Mensch von ihnen wird ein Wort Englisch können. Die Spielregeln verlangen von uns, einen Ort zu besuchen, der für die Nordkoreaner heilig ist. Wir bleiben fasziniert stehen und beobachten das Schauspiel. Ein staatlich verordnetes Ritual. Ich würde gerne wissen, was die Menschen in diesem Moment für Gefühle und Gedanken haben. Kim Il-sung führte das Land 1950 in einen Krieg gegen Südkorea, der 3 Jahre dauerte und die Trennung Koreas besiegelte. 4 Millionen Soldaten und Zivilisten wurden getötet. Trotzdem wird Kim überall im Land als Sieger des Vaterländischen Krieges verehrt. Im staatlichen Fernsehen beschwört die Propaganda, das Land werde jeden Angriff von außen abwehren. Ein Viertel des Staatshaushaltes geht in den Unterhalt und die Bewaffnung der Armee. Der Erzfeind sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die während des Koreakrieges das Land in Schutt und Asche bombardiert hatten. Die Stadtbesichtigung ist vom Staat organisiert und ein Pflichtprogramm für jeden Touristen. Und freundliche Damen werden uns in den folgenden Tagen immer wieder empfangen, wenn es darum geht, die Legende von Kim Il-sung zu erzählen. Sie zeigt uns das angebliche Geburtshaus des verstorbenen Führers, ein Pilgerort für jeden Nordkoreaner. Angeblich haben hier die Eltern von Kim Il-sung unter einfachsten Bedingungen gelebt. Die Frauen, die uns so etwas erklärt haben, die waren doch sehr charmant alle. Gut aussehend, haben eine wunderbare Haut und ja, sind auch, können auch lustig sein. Ne? Die Bedienungen, die wir hatten in Myohyang, die waren doch sehr zutraulich auch. Überhaupt habe ich gefunden, dass die Leute, die haben ein großes Selbstbewusstsein. Auf der Reise durch das Land führt uns der Chef der staatlichen Reiseagentur an einen Ort, wo angeblich Frauen im Mittelalter ein Schloss gebaut haben sollen. Sie ist die Hüterin eines Hauses, dem in der Legende eine große Bedeutung zukommt. Angeblich hat der Vater von Kim Il-sung sich im Kampf gegen die japanischen Besatzer anfangs der 20er Jahre hierher zurückgezogen, um den Widerstand zu organisieren. Den Koreanerinnen und Koreanern war es verboten, ihre eigene Sprache zu sprechen. Da habe der Vater von Kim Il-sung als einziger an die Befreiung geglaubt. Wenn die Befreiung nicht gelänge, dann schaffe es vielleicht der Sohn oder der Enkel. Die Bevölkerung habe einen langen Weg der Selbstbehauptung hinter sich. Deshalb sei man zuversichtlich, trotz großer Schwierigkeiten als kleines Land inmitten von Supermächten überleben zu können. In der wunderbaren Landschaft des Kuwol-Gebirges wartet dann eine besondere Attraktion auf uns. Der Reiseveranstalter konnte mit den Behörden vereinbaren, dass wir angeblich als erste Ausländer in einer buddhistischen Tempelanlage übernachten dürfen. Viele dieser Tempel wurden von den Japanern zerstört und danach wieder in ihrem alten Zustand aufgebaut. Was als Kulturerbe für Touristen von Interesse hat aber als gelebte Religion im Kommunismus keinen Platz. Der Buddhismus gilt als reaktionär. Den Platz von Buddha hat längst der Landesvater Kim Il-sung eingenommen. Uns gegenüber will man trotzdem den Anschein wahren. Ein angeblicher Mönch wird uns vorgestellt, der sich aber eher als Hausverwalter entpuppt, dessen Begleiterin für uns später eine Suppe kocht. Eine angenehme Abwechslung zum koreanischen Reiseproviant, der kalt ist und mir nicht sehr schmeckt. Dann sind wir froh, uns etwas von den Reisestrapazen erholen zu können. Wir sind auf der Autobahn unterwegs Richtung Südkorea. Die Grenze am 38. Breitengrad ist Pflichtstoff für jeden Touristen. Und auch uns wird gezeigt, wie sorgsam diese Grenze von beiden Seiten kultiviert wird. Panmunjom ist der einzige Ort am 38. Breitengrad, wo Zivilisten Zugang erhalten. Der Offizier zeigt uns an einem Modell, wo 1953 der Waffenstillstand unterzeichnet wurde. Beidseits der Grenze stehen angeblich je 1 Million Soldaten zur Verteidigung bereit. Die letzte Grenze des Kalten Krieges. Es sind ja jetzt 50 Jahre mehr zum Teil vergangen. Es sind ja bereits 50 Jahre und mehr vergangen seit den Ereignissen. Ich halte es für einen Anachronismus, welchen Kult man um diese Grenze macht. Viel wichtiger finde ich, dass man die Nordkoreaner aus ihrer materiellen Misere herausholen würde. Wenn du siehst, wie die Leute in Nordkorea dieses Regime leben, kann man sich fast nicht vorstellen, wie der Umschwung stattfinden sollte. Bis heute haben Nord- und Südkorea keinen Frieden geschlossen. Die Trennung des Landes seit dem Koreakrieg ist ein Trauma, das auf vielen Familien lastet, die durch den Krieg auseinandergerissen wurden und seither nicht wieder zusammengefunden haben. Die Hauptstadt Pjöngjang konnte dank der Hilfe aus dem Ostblock wieder aufgebaut werden. Es sollte eine Musterstadt des Kommunismus werden. Nun wären Renovationen dringend erforderlich. Doch seit der Ostblock nicht mehr existiert, fehlt es an Ersatzteilen. Heute leben rund 2 Millionen Menschen in Pjöngjang. Am Tag über, wenn sie unterwegs sind, gibt es eine Energie, die haben alle fast den gleichen Schritt und auch das gleiche Tempo. Aber es wirkt nicht gehetzt, so wie bei uns. Die Menschen sind sehr klein und wirken eigentlich, wenn es nicht eine besondere Rasse ist, wie Menschen, die mit sehr wenig Protein aufgewachsen sind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen schlecht geht. Ich habe jetzt nach diesen Tagen nicht den Eindruck, dass sie Hunger leiden. Ich würde nicht sagen, dass sie keine Entbehrungen erdulden müssen, doch die Grundnahrungsmittel werden sie bekommen. Ich nehme an, dass sie jeden Tag einigermaßen genug zu essen haben. Ich nehme an, sie haben jeden Tag einigermaßen genug zu essen. Wir fahren über Landstraßen. Ich hätte gerne den Menschen bei der Ernte zugeschaut, aber der Fahrer durfte nicht anhalten. Nach den verheerenden Unwettern Mitte der 90er Jahre hat sich das Land wieder erholt. Die diesjährige Ernte verspricht einiges. Aber es fehlt an Maschinen, Traktoren. Wir sehen nirgends Lagerhäuser oder Silos. Wir fragen uns, wie die Ernte rechtzeitig eingefahren und verteilt werden kann. Während eines Zwischenhalts werden wir Zeugen, mit welch einfachsten Mitteln die Menschen arbeiten müssen. Doch die Anstrengungen reichen nicht aus, um die Bevölkerung zu ernähren. Nordkorea ist auf ausländische Nahrungshilfe angewiesen. Zwischenhalt im Hafen von Wonsan. Wo ehemals der Handel mit den Ostblockstaaten blühte, gibt es kaum Güter zu verladen. Die Fischer reagieren nicht auf unsere Anwesenheit. Angeblich dürfen Nordkoreaner nicht mit Ausländern Kontakt aufnehmen. Und selbst die Kinder schauen nur verstohlen. Ich frage mich, was sie für eine Zukunft vor sich haben. Ich hoffe, dass denen in ein paar Jahren besser geht durch politische. Ich hoffe, dass es ihnen in ein paar Jahren besser geht durch politische Veränderungen. Aber das belastet mich nicht mehr so. Ich bin ja nicht mehr in einer Situation, dass ich angesichts dieser Menschen prassen würde. Sie sehen ja nicht, in welchen Hotels wir wohnen. Aber mir ist bewusst, dass ein Riesengraben besteht zwischen dem, was sich die Oberklasse leistet und wir vorübergehend auch erlebt haben, und dem Leben des Volkes. Und dass ein Riesengraben ist zum Volk haben. Auf den Durchhaltewillen dieser jungen Frauen waren wir angewiesen, als wir ein Trekking in das Myohyang-Gebirge unternahmen. In Asien sei es üblich, dass auch Frauen die Aufgaben von Trägern übernehmen, sagte man uns. Ohne sie hätten wir es auch niemals geschafft. Die Wege hier sind nicht ausgeschildert. Der Aufstieg führt durch unwegsames Gelände. 1600 Höhenmeter sind bis zum Gipfel zurückzulegen. Der Bergführer hat alle Mühe, die Gruppe beisammen zu halten. Einige von uns haben sich verlaufen, andere mögen sein Tempo nicht mithalten. Hallo. Hallo. Die sind sicher dran da drauf. Schließlich bringt er uns wohlbehalten auf den Gipfel, wo wir für unsere Anstrengungen reichlich belohnt werden. Wir befinden uns auf dem Pyro Peak auf 1900 Metern. Die Stille ist wunderbar. Wir sind die ersten Touristen, die diese Aussicht genießen dürfen. Der Bergführer rezitiert ein Gedicht, das den Geist des Gebirges beschwört. Dieser ist uns günstig gesinnt, denn das Wetter bleibt gut und beschert uns eine wunderbare Nacht. Zusammen mit den Trägerinnen sitzen wir um das Lagerfeuer und lauschen ihren Liedern. Es sind Liebeslieder. Ich bin sehr berührt, weil ich sehe, wie zufrieden diese jungen Frauen sind. Ich finde großartig, wie sie da sich selber unterhalten. Ich finde es großartig, wie sie sich unterhalten mit Gesang, Liedern und Gedichten, wie wir es vermutlich nicht mehr könnten, da wir durch unsere Massenmedien verwöhnt sind und uns lieber berieseln lassen, als uns selber so auszudrücken. Das war außerordentlich positiv. Außerordentlich positiv. Wenn ich die Bedienungen beobachtet habe, wie sie gearbeitet haben, es war ein richtiges Teamwork meistens zusammen. Sie wurden von niemandem gehetzt oder so, sondern sie wollten einfach ihre Arbeit recht machen. Ich nehme sehr viel menschliche Würde mit, Eindruck von menschlicher Würde. Wirklich menschlich, weißt du? Im Gegensatz zu unserer Mechanisierung und zu unserer Isolierung. Das Arirang-Festival neigt sich dem Ende zu mit der Skyline von Pjöngjang als Bühnenbild. Die Reise hinterlässt bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Es schaudert mich, wenn ich sehe, wie die Massen diszipliniert werden. Und doch bin ich dankbar, dass ich Menschen erleben durfte, die trotz schwieriger Lebensumstände in Musik und Tanz Erfüllung finden. Die Stadtbesichtigung ist vom Staat organisiert und ein Pflichtprogramm für jeden Touristen. Und freundliche Damen werden uns in den folgenden Tagen immer wieder empfangen, wenn es darum geht, die Legende von Kim Il-sung zu erzählen. Sie zeigt uns das angebliche Geburtshaus des verstorbenen Führers, ein Pilgerort für jeden Nordkoreaner. Angeblich haben hier die Eltern von Kim Il-sung unter einfachsten Bedingungen gelebt. Die Frauen, die uns so etwas erklärt haben, die waren doch sehr charmant alle. Gut aussehend, haben eine wunderbare Haut und, ja, und sind auch, können auch lustig sein, ne? Die Bedienungen, die wir hatten in Myohyang, die waren doch sehr zutraulich auch. Überhaupt habe ich gefunden, dass die Leute, die haben ein großes Selbstbewusstsein. Auf der Reise durch das Land führt uns der Chef der staatlichen Reiseagentur an einen Ort, wo angeblich Frauen im Mittelalter ein Schloss gebaut haben sollen. In 1921. Sie ist die Hüterin eines Hauses, dem in der Legende eine große Bedeutung zukommt. Angeblich hat der Vater von Kim Il-sung sich im Kampf gegen die japanischen Besatzer anfangs der 20er Jahre hierher zurückgezogen, um den Widerstand zu organisieren. Den Koreanerinnen und Koreanern war es verboten, ihre eigene Sprache zu sprechen. Da habe der Vater von Kim Il-sung als einziger an die Befreiung geglaubt. Wenn die Befreiung nicht gelänge, dann schaffe es vielleicht der Südkoreakrieg, ist ein Trauma, das auf vielen Familien lastet, die durch den Krieg auseinandergerissen wurden und seither nicht wieder zusammengefunden haben. Die Hauptstadt Pjöngjang konnte dank der Hilfe aus dem Ostblock wieder aufgebaut werden. Es sollte eine Musterstadt des Kommunismus werden. Nun wären Renovationen dringend erforderlich. Doch seit der Ostblock nicht mehr existiert, fehlt es an Ersatzteilen. Heute leben rund 2 Millionen Menschen in Pjöngjang. Am Tag über, wenn sie unterwegs sind, gibt es eine Energie, die haben alle fast den gleichen Schritt und auch das gleiche Tempo. Aber es wirkt nicht gehetzt, so wie bei uns. Die Menschen sind sehr klein und wirken eigentlich, wenn es nicht eine besondere Rasse ist, wie Menschen, die mit sehr wenig Protein aufgewachsen sind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen schlecht geht. Ich habe jetzt nach diesen Tagen nicht den Eindruck, dass sie Hunger leiden. Ich würde nicht sagen, dass sie keine Entbehrungen erdulden müssen, doch die Grundnahrungsmittel werden sie bekommen. Ich nehme an, dass sie jeden Tag einigermaßen genug zu essen haben. Ich nehme an, sie haben jeden Tag einigermaßen genug zu essen. Wir fahren über Landstraßen. Ich hätte gerne den Menschen bei der Ernte zugeschaut, aber der Fahrer durfte nicht anhalten. Nach den verheerenden Unwettern Mitte der 90er Jahre hat sich das Land wieder erholt. Die diesjährige Ernte verspricht einiges. Aber es fehlt an Maschinen, Traktoren. Wir sehen nirgends Lagerhäuser oder Silos. Wir fragen uns, wie die Ernte rechtzeitig eingefahren und verteilt werden kann. Während eines Zwischenhalts werden wir Zeugen, mit welch einfachsten Mitteln die Menschen arbeiten müssen. Doch die Anstrengungen reichen nicht aus, um die Bevölkerung zu ernähren. Nordkorea ist auf ausländische Nahrungshilfe angewiesen. Zwischenhalt im Hafen von Wonsan. Wo ehemals der Handel mit den Ostblockstaaten blühte, gibt es kaum Güter zu verladen. Die Fischer reagieren nicht auf unsere Anwesenheit. Angeblich dürfen Nordkoreaner nicht mit Ausländern Kontakt aufnehmen. Und selbst die Kinder schauen nur verstohlen. Ich frage mich, was sie für eine Zukunft vor sich haben. Ich hoffe, dass denen in ein paar Jahren besser geht durch politische Veränderungen. Ich hoffe, dass es ihnen in ein paar Jahren besser geht durch politische Veränderungen. Aber das belastet mich nicht mehr so. Ich bin ja nicht mehr in einer Situation, dass ich angesichts dieser Menschen prassen würde. Sie sehen ja nicht, in welchen Hotels wir wohnen. Aber mir ist bewusst, dass ein Riesengraben besteht zwischen dem, was sich die Oberklasse leistet und wir vorübergehend auch erlebt haben, und dem Leben des Volkes. Und dass ein Riesengraben ist zum Volk. Auf den Durchhaltewillen dieser jungen Frauen waren wir angewiesen, als wir ein Trekking in das Myohyang-Gebirge unternahmen. In Asien sei es üblich, dass auch Frauen die Aufgaben von Trägern übernehmen, sagte man uns. Ohne sie hätten wir es auch niemals geschafft. Die Wege hier sind nicht ausgeschildert. Der Aufstieg führt durch unwegsames Gelände. 1600 Höhenmeter sind bis zum Gipfel zurückzulegen. Der Bergführer hat alle Mühe, die Gruppe beisammen zu halten. Einige von uns haben sich verlaufen, andere mögen sein Tempo nicht mithalten. Hallo. Die sind sicher dran da drauf. Schließlich bringt er uns wohlbehalten auf den Gipfel, wo wir für unsere Anstrengungen reichlich belohnt werden. Wir befinden uns auf dem Pyro Peak auf 1900 Metern. Die Stille ist wunderbar. Wir sind die ersten Touristen, die mit sehr wenig Protein aufgewachsen sind. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihnen schlecht geht. Ich habe jetzt nach diesen Tagen nicht den Eindruck, dass... Nach diesen Tagen habe ich nicht den Eindruck, dass sie Hunger leiden. Ich würde nicht sagen, dass sie keine Entbehrungen erdulden müssen, doch die Grundnahrungsmittel werden sie bekommen. Ich nehme an, dass sie jeden Tag einigermaßen genug zu essen haben. Ich nehme an, sie haben jeden Tag einigermaßen genug zu essen. Wir fahren über Landstraßen. Ich hätte gerne den Menschen bei der Ernte zugeschaut, aber der Fahrer durfte nicht anhalten. Nach den verheerenden Unwettern Mitte der 90er Jahre hat sich das Land wieder erholt. Die diesjährige Ernte verspricht einiges. Aber es fehlt an Maschinen, Traktoren. Wir sehen nirgends Lagerhäuser oder Silos. Wir fragen uns, wie die Ernte rechtzeitig eingefahren und verteilt werden kann. Während eines Zwischenhalts werden wir Zeugen, mit welch einfachsten Mitteln die Menschen arbeiten müssen. Doch die Anstrengungen reichen nicht aus, um die Bevölkerung zu ernähren. Nordkorea ist auf ausländische Nahrungshilfe angewiesen. Zwischenhalt im Hafen von Wonsan. Wo ehemals der Handel mit den Ostblockstaaten blühte, gibt es kaum Güter zu verladen. Die Fischer reagieren nicht auf unsere Anwesenheit. Angeblich dürfen Nordkoreaner nicht mit Ausländern Kontakt aufnehmen. Und selbst die Kinder schauen nur verstohlen. Ich frage mich, was sie für eine Zukunft vor sich haben. Ich hoffe, dass denen in ein paar Jahren besser geht durch politische... Ich hoffe, dass es ihnen in ein paar Jahren besser geht durch politische Veränderungen. Aber das belastet mich nicht mehr so. Ich bin ja nicht mehr in einer Situation, dass ich Koreaner nicht mit Ausländern Kontakt aufnehmen. Und selbst die Kinder schauen nur verstohlen. Ich frage mich, was sie für eine Zukunft vor sich haben. Ich hoffe, dass denen in ein paar Jahren besser geht durch politische... Ich hoffe, dass es ihnen in ein paar Jahren besser geht durch politische Veränderungen. Aber das belastet mich nicht mehr so. Ich bin ja nicht mehr in einer Situation, dass ich angesichts dieser Menschen prassen würde. Sie sehen ja nicht, in welchen Hotels wir wohnen. Aber mir ist bewusst, dass ein Riesengraben besteht zwischen dem, was sich die Oberklasse leistet und wir vorübergehend auch erlebt haben, und dem Leben des Volkes. Und dass ein Riesengraben ist zum Volk. Auf den Durchhaltewillen dieser jungen Frauen waren wir angewiesen, als wir ein Trekking in das Myohyang-Gebirge unternahmen. In Asien sei es üblich, dass auch Frauen die Aufgaben von Trägern übernehmen, sagte man uns. Ohne sie hätten wir es auch niemals geschafft. Die Wege hier sind nicht ausgeschildert. Der Aufstieg führt durch unwegsames Gelände. 1600 Höhenmeter sind bis zum Gipfel zurückzulegen. Der Bergführer hat alle Mühe, die Gruppe beisammen zu halten. Einige von uns haben sich verlaufen, andere mögen sein Tempo nicht mithalten. Hallo! Die sind sicher dran da drauf. Schließlich bringt er uns wohlbehalten auf den Gipfel, wo wir für unsere Anstrengungen reichlich belohnt werden. Wir befinden uns auf dem Pyro Peak auf 1900 Metern. Die Stille ist wunderbar. Wir sind die ersten Touristen, die diese Aussicht genießen dürfen. 표봉이 솟아나고 만폭동이 생기고 수려한 밀림이 여기 설레이는 것은. Der Bergführer rezitiert ein Gedicht, das den Geist des Gebirges beschwört. Dieser ist uns günstig gesinnt, denn das Wetter bleibt gut und beschert uns eine wunderbare Nacht. Kim Il-sung führte das Land 1950 in einen Krieg gegen Südkorea, der 3 Jahre dauerte und die Trennung Koreas besiegelte. 4 Millionen Soldaten und Zivilisten wurden getötet. Trotzdem wird Kim überall im Land als Sieger des Vaterländischen Krieges verehrt. Im staatlichen Fernsehen beschwört die Propaganda, das Land werde jeden Angriff von außen abwehren. Ein Viertel des Staatshaushaltes geht in den Unterhalt und die Bewaffnung der Armee. Der Erzfeind sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die während des Koreakrieges das Land in Schutt und Asche bombardiert hatten. Die Stadtbesichtigung ist vom Staat organisiert und ein Pflichtprogramm für jeden Touristen. Und freundliche Damen werden uns in den folgenden Tagen immer wieder empfangen, wenn es darum geht, die Legende von Kim Il-sung zu erzählen. Sie zeigt uns das angebliche Geburtshaus des verstorbenen Führers, ein Pilgerort für jeden Nordkoreaner. Angeblich haben hier die Eltern von Kim Il-sung unter einfachsten Bedingungen gelebt. Die Frauen, die uns so etwas erklärt haben, die waren doch sehr charmant alle. Gut aussehend, haben eine wunderbare Haut und, ja, und sind auch, können auch lustig sein. Ne? Die Bedienungen, die wir hatten in Myohyang, die waren doch sehr zutraulich auch. Überhaupt habe ich gefunden, dass die Leute, die haben einen großen